Was geht ab, ihr Luschen da draußen? Und herzlich willkommen hier auf V2.0 mit mir, Xbox Sterbe. Und heute mal wieder seit sehr langer Zeit eigentlich wieder ein neues Video von mir. Ja, warum hat es wohl so lange gedauert diesmal? Diesmal lag es nicht wirklich an mir, sondern eher an Activision. Und zwar, Leute, ja, was soll ich sagen? Activision hat sich beschwert über ein Video von mir, das circa ein halbes Jahr alt ist, und das Video musste ich leider entfernen und konnte dadurch jetzt auch über einen Monat kein Video hochladen, hatte eine Sperre, hat einen Strike drin von YouTube, und danke Activision nochmal an euren Scheiß, was ihr auch abgezogen habt, warum auch immer. Das Video war, wie gesagt, schon ein halbes Jahr alt und jetzt erst kommt hier, ja, Beschwerde und sagen, ey, das Video bla bla bla, obwohl es millionenmal hochgeladen ist in der Art. Aber egal, das ist Activision, das ist Call of Duty, egal. Bevor ich es vergesse, wir gucken hier im Hintergrund gerade ein Gameplay vom Spiel Destiny, glaube ich hieß es. Ein Ego-Shooter, also für mich eine Art Ego-Shooter-Spiel, und ich habe es hier mal angezockt, eine Mission lang aus der Beta, und wollte es euch mal zeigen. Und ich finde es soweit okay, aber es ist nicht unbedingt ein Spiel, das ich mir holen werde. Ist nicht so mein Ding, aber egal. So, warum ich schon seit so langer Zeit kein Video mehr gezeigt habe, habe ich euch eben erklärt. Ich werde jetzt momentan wieder wenig hochladen, weil bei mir beginnt ab morgen die Reha. Ich habe, wie schon einige von euch mitbekommen haben, Probleme mit der Wirbelsäule und habe daher das Problem, dass ich so eine Art Benommenheitsschwindelgefühl habe. Und dadurch, dass die Nerven und die Muskeln durch diese blöde, beschissene Wirbelsäule, durch die scheiß Fehlhalterung einfach nur so dermaßen scheiße stark sind. Also die Wirbelsäule löst eine Art Benommenheitsschwindel, Leute. Und das ist echt nicht mehr normal. Das habe ich schon seit letztes Jahr, Januar. Und ich dachte, da muss was gemacht werden. Und jetzt muss ich halt einen Monat lang zum Reha. Das ziehe ich jetzt auch noch durch. Und danach sollte ich eigentlich wieder fit sein. Und dann kommen wieder einige geile Videos und mehr Videos natürlich vor allem. Und egal. Ich habe jetzt auch nicht gerade heute die Zeit, um viel zu labern, weil ich muss jetzt gleich nochmal ins Krankenhaus, ein Vorgespräch wegen der Reha. Und wie gesagt, ich zeige euch hier mal ein kleines Gameplay von Destiny und erzähle mal, was los ist, warum kein Videos kam in der letzten Zeit, damit ihr nicht denkt, ich bin hier vom Bildschirm verschwunden. Ich bin immer noch da, wie gesagt. Und für alle, die noch da sind, danke, Leute. Und ich werde, wie gesagt, euch nicht enttäuschen. Sobald ich wieder fit bin, werden die üblichen Videos kommen. Jede Menge Scheiß und bla bla, wie ihr das von uns kennt. Clan V2.0 ist nicht tot. Uns wird es immer geben. Und wie gesagt, meine Reha beginnt jetzt zum übermorgen beginnt meine Reha. Ich habe jetzt ein kleines Kurzgespräch beim Krankenhaus, bevor es losgeht. Deswegen mache ich hier mal schnell kurze Infos für alle. Wie gesagt, Reha, bla bla bla, keine Zeit, bla bla bla. Zweiter Punkt ist, ich habe eine Xbox 360 und eine Xbox One, ja. Also viele Leute von euch, Abonnenten, Freunde, was auch immer, fragen mich immer oft über die Xbox 360, schicken sie mir eine Nachricht oder eine private Einladung oder eine Nachricht und eine Chat-Einladung oder eine Freundesliste, Freundesanfrage oder was auch immer, egal. Leute, ihr müsst wissen, ich bin nicht an der Konsole, ja. Meine Kinder spielen mit meiner Xbox 360 die können nicht in Partys gehen oder was auch immer. Und die gehen immer mit meinem Account rein. Und wundert euch nicht, wenn ihr jetzt mich einlädt oder ihr schickt mir eine Freundesanfrage oder was auch immer und ich antworte nicht drauf. Das liegt einfach nur daran, dass meine Kinder damit zocken und das quasi ins Leere läuft. Irgendwann gucke ich natürlich übers Handy, über die Xbox-App, wer mir gerade eine Nachricht geschrieben hat, und dann antworte ich auch ab und zu. Aber wie gesagt, ich habe momentan sowieso gerade Probleme mit der Wirbelsäule, und wenn ich dann zocke, dann zocke ich Xbox One, und wenn ihr mich seht, dass ich Xbox 30 zocke, dann sind es zu 99% meine Kinder, und dann bringt es auch nichts, wenn ihr eine Einladung schickt hier, für eine Party-Einladung, Spieleinladung, was auch immer. Das hat einfach keinen Sinn, Leute. So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten, was kann ich noch erzählen? Ich könnte mich ein bisschen hier ausholen über das neue Call of Duty, Advanced Warfare war das. Ich habe gestern, bestimmt haben das einige von euch auch schon gesehen, Multiplayer-Trailer. Leute, ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber Call of Duty ist für mich tot. Ich werde mir das Spiel auch holen hier trotzdem, weil es halt Call of Duty ist, aber ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe mir gestern den Multiplayer-Gameplay-Trailer angeguckt und
Das ist einfach eine Kopie für mich von Titanfall. Das ist einfach nur Titanfall. Man kann sich unsichtbar machen, man kann Boost-Jumps machen und das ist für mich einfach nur Titanfall und es hat nichts mehr mit Call of Duty zu tun. Ich bin extrem enttäuscht von seitens Activision, dass es Call of Duty so dermaßen aussterbt. Seit MW2 gibt es für mich eigentlich kein richtiges Call of Duty mehr. MW2 war einfach so das beste Call of Duty und okay, MW3 ging auch noch, aber jetzt alles so in der Richtung, was noch von Call of Duty kommt. Einfach nur eine mega Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal im Reha. Ich werde trotzdem hier die Kommentare lesen übers Handy und auch antworten. Ich bin noch nicht ausgestorben. Und sobald ich wieder fit bin, melde ich mich natürlich wieder zurück. Und dann gibt es mich wieder mit unserem Kleinen wie gewohnt im vollen Programm zu sehen. Ja, Leute. Wie gesagt, ich muss dann gleich mal los. Schön, dass ihr alle noch da seid. Das Gameplay im Hintergrund läuft noch circa 6 bis 7 Minuten. Ihr könnt es euch schon noch reinziehen. Aber ich bin bis dahin weg. Leute, abonnieren, liken, kommentieren. Peace and out. Hier muss etwas Flugfähiges sein. Nein, irgendwas teleportiert hierher. Gefallenen Schiffe, so nah an der Oberfläche? Du musst uns da vorbeibringen. Empfange Signale eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Da ist dein Schiff. Du musst sie erledigen.
Mal sehen, ob ich uns hier rausbringe. Das liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweitet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Also gut, für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Ich hol dich rein. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause.